Ich zeige euch heute, wie ihr mit Adobe After Effects euren eigenen Cartoon oder essentiell eigentlich fast alles animieren könnt, was ihr wollt. Vom Erstellen der Grafiken mit Adobe Illustrator bis hin zur Animation mit After Effects bis hin zum Rendern mit dem Adobe Media Encoder gehen wir den kompletten Workflow heute einmal gemeinsam durch. Moin, ich bin Markus, ich bin Fotograf und Filmemacher und die Weltrekordzeit darin, diesen YouTube-Kanal hier zu abonnieren, liegt aktuell bei 5 Sekunden. Schaffst es schneller, Zeit läuft. And the time is up. 5 Sekunden sind vorbei. Hast du es geschafft, in der Zeit den Kanal zu abonnieren? Schreib's mir gerne mal unten in die Kommentare. Klitzekleiner Einwurf von mir an dieser Stelle. Ihr habt es vielleicht gemerkt, vergangene Woche kam kein Video. Ich habe eine Woche übersprungen. Das liegt ganz einfach daran, wie man hier schon wunderschön sehen kann, dass ich gerade ein bisschen im Umzugsstress stecke. Ich ziehe gerade von Dresden nach Nürnberg um. Deswegen stellt euch schon mal darauf ein, dass vielleicht in den nächsten Wochen das eine oder andere Video vielleicht ein bisschen verspätet kommt, vielleicht auch ganz aushält. Das wird sich widerlegen, sobald ich meinen Umzug hinter mir habe. Ja, das war's auch schon mit dem klitzekleinen Einwurf und damit zurück ins Tutorial. Ich zeige euch heute, wie gesagt, den kompletten Workflow, wie ihr euren eigenen Cartoon mit Adobe After Effects animieren könnt und wie ich auch rangehe, wenn ich nicht nur Cartoons, sondern alle möglichen Sachen animiere. Dazu springen wir als allererstes einmal in Adobe Illustrator. Es gibt natürlich unterschiedliche Arten und Weisen und unterschiedliche Möglichkeiten, wie ihr eure Grafiken erstellen könnt. Eine andere Möglichkeit wäre beispielsweise mit einem anderen Adobe-Produkt das Ganze zu machen, nämlich mit Photoshop. Ich persönlich erstelle meine Illustrationen für Animationen gerne mit Adobe Illustrator. Aus dem einfachen Grund, man kann mit Photoshop zwar auch vektorbasiert arbeiten, grundsätzlich ist Photoshop allerdings ein pixelbasiertes Programm, im Gegensatz zu Illustrator, was eben komplett vektorbasiert funktioniert. Der Unterschied zwischen einer Vektorgrafik und einer Pixelgrafik ist aber essentiell, dass eine Pixelgrafik eben die einzelnen Pixel von dem Bild speichert. Die speichert also, okay, welcher Pixel muss jetzt in diesem Bild an welcher Stelle sein, damit das Bild korrekt angezeigt wird. Das sorgt dafür, dass wenn wir das Bild vergrößern, das Bild sehr schnell eben sehr pixelig aussieht, weil einfach nur die Pixel vergrößert werden. Im Gegensatz eben zu einer Vektorgrafik. Eine Vektorgrafik speichert nicht die einzelnen Pixel, sondern speichert eben die Kanten von eurem Bild als einzelne Vektoren. Und diese Vektoren lassen sich natürlich unendlich skalieren und das ist für die Animation sehr, sehr praktisch, wenn wir eben sehr kleinteilige Sachen animieren wollen und an die dann vielleicht später ranzoomen wollen, dann ist es immer sehr praktisch, das Ganze als Vektorgrafik zu haben, weil wir die eben groß skalieren können, ohne dabei Qualität zu verlieren. Ich habe hier also in Adobe Illustrator schon mal eine grobe Illustration vorbereitet. Ich habe es ja gerade schon gesagt, in diesem Video hier geht es mehr so um den allgemeinen Workflow, also was sind die einzelnen Steps von der Illustration bis zur Animation. Ich habe jetzt nicht die Zeit, um in diesem Video auch noch groß darauf einzugehen, wie Adobe Illustrator funktioniert. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn ich auch mal ein Basic Tutorial zu Adobe Illustrator machen soll, dann schreibt mir das gerne einmal unten in die Kommentare. Für heute habe ich an dieser Stelle aber die Grafik schon mal erstellt. Das hier ist unsere Grafik, die habe ich mir halt zusammengebaut. Und das Ganze dann, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, in unterschiedliche Ebenen auseinander gebastelt. Ich habe mir an dieser Stelle schon überlegt, was ist denn der Punkt, den ich am Ende tatsächlich animieren möchte. Also an welchen Stellen möchte ich gerne Bewegung reinbringen und habe da die unterschiedlichen Assets, die ich eben unabhängig voneinander bewegen möchte, in unterschiedliche Ebenen aufgeteilt, weil ich diese Ebenen dann später direkt in After Effects importieren und entsprechend animieren kann. Ich habe hier also eine Ebene für das T-Shirt. Das T-Shirt will ich nicht bewegen, aber wir sehen schon hier, der Arm liegt halt quasi hinter dem T-Shirt und auch der Kopf liegt hinter dem T-Shirt. Deswegen brauche ich oben einen T-Shirt-Layer. Darunter kommt dann der Kopf. Das ist dieser hier. Den will ich einzeln animieren, damit unser Männchen irgendwie dann am Ende, keine Ahnung, nicken kann oder so. Dann habe ich einmal den Oberarm und den Unterarm, auch die sind einmal separat voneinander, damit ich, also was ich am Ende in diesem Fall jetzt für das Beispiel machen möchte, ist eine Animation zu animieren, dass dieses Männchen halt winkt und damit das Männchen auch tatsächlich winkt, muss ich diese beiden Elemente unabhängig voneinander animieren können. Und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Hintergrund, den will ich nicht nochmal separat animieren, aber ich brauche ihn halt trotzdem als eigene Ebene, damit oben die Sachen entsprechend voneinander separiert sind. Das Ganze speichere ich mir dann tatsächlich einfach nur als Illustrator-Datei ab. Das ist das Schöne an der Adobe Creative Cloud, dass diese ganzen Programme eben komplett ineinander greifen. Ich muss jetzt hier nicht die einzelnen Assets als eine Vektorgrafik, wie zum Beispiel
Beispiel jetzt als SVG oder als EPS oder was weiß ich was abspeichern, sondern ich kann mir tatsächlich dieses Illustrator-File direkt in mein After Effects importieren. Dafür habe ich hier schon mal eine After Effects-Datei aufgemacht und ich schnappe mir jetzt einfach nur meine Assets.ai, wo ich eben mein Männchen drin animiert habe und ziehe mir diese Assets.ai hier rüber in mein Projektfile. Und jetzt öffnet sich hier dieses Fenster und Adobe After Effects fragt mich, okay, wie möchte ich denn das Ganze an dieser Stelle eigentlich importieren? Ich kann das Ganze eben entweder als Footage auf eine Ebene reduziert importieren, ich könnte hier auch eine einzelne Ebene auswählen, falls ich nur eine einzelne Ebene importieren möchte. Was ich an dieser Stelle aber mache, ist, ich importiere das Ganze als Komposition, in der eben direkt diese Ebenen entsprechend übereinander gelegt werden. Und wenn ich jetzt einmal auf OK klicke, dann erscheint hier schon eine neue Komposition. Und wenn ich die einmal aufmache, dann sehen wir hier, aha, hier ist jetzt unser Männchen und wir haben das Ganze eben genauso, wie wir es vorher in Adobe Illustrator gebaut haben, als unterschiedliche Ebenen hier einmal vorbereitet. Und es gibt hier die Ebenen auch nochmal einzeln. Also wenn ich einzelne von diesen Assets auch nochmal in einer anderen Komposition benutzen wollen würde, dann könnte ich mir die einzelnen Ebenen eben auch hier aus diesem Asset Ebenenfolder nochmal rüberziehen. Was ich dann als allererstes mache, sobald ich mit Vektordateien in After Effects arbeite, ist, dass ich dafür sorge, dass diese Vektordateien auch tatsächlich wie Vektordateien skaliert werden. Denn wenn ich mir hier zum Beispiel einmal den Kopf nehme und den hier groß skaliere, dann seht ihr, der verpixelt hier. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir haben das ja ganz bewusst mit Illustrator gebaut, damit eben das nicht passiert, sondern dass das Ganze vektorbasiert tatsächlich eben unendlich skalierbar ist, ohne dass wir Qualität verlieren. Dafür müssen wir aber noch eine kleine Einstellungen in After Effects ändern, damit es auch tatsächlich passiert. Dafür gibt es hier dieses kleine Sternchen und an diesem kleinen Sternchen kann ich jetzt eben, ne, also ihr seht den Unterschied, sobald ich das anhake, wertet er das Ganze eben nicht mehr als Pixeldatei aus, sondern tatsächlich als Vektordatei und damit haben wir hier wieder die komplette Qualität. Das schalte ich also einmal auf allen Ebenen an und dann machen wir unseren Kopf, bringen wir wieder auf die originale Größe und jetzt habe ich hier tatsächlich die einzelnen Vektordateien, mit denen ich arbeiten kann. Was ich jetzt also mache, ist eben, ich möchte wie gesagt animieren, dass hier unser schönes Männchen winkt. Dafür brauchen wir also ein bisschen Rotation einerseits im Kopf, ne? Also ich will, dass er so ein bisschen mit dem Kopf hin und her wackelt und wir brauchen Rotation im Ober- und im Unterarm. Fangen wir dafür einfach mal mit dem Kopf an, ne? Der Kopf soll eben, wie gesagt, hin und her wackeln. Das allererste, was ich mache, ist, ich zoome hier ein bisschen näher ran, damit ich das Ganze besser sehe. Und dann schnappe ich mir hier oben dieses Tool hier, mit dem ich den Ankerpunkt von dieser Ebene verschieben kann. Wenn ich jetzt einmal den Kopf auswähle, dann sehen wir, haben wir hier den Ankerpunkt. Ich kann euch einmal zeigen, was passieren würde, wenn ich den Ankerpunkt nicht verschieben würde. Wenn wir hier unten einmal auf die Drehung gehen, ich habe hier die Ebene ausgewählt und dann auf R gedrückt, damit geht die Rotation, also die Drehung auf. Und wenn wir hier jetzt dran drehen, dann seht ihr, okay, das ist halt nicht die Art und Weise, wie man normalerweise seinen Kopf hin und her neigen würde, weil der Kopf ist ja an dieser Stelle auf meinem Hals fixiert und damit ist der Rotationspunkt, wenn ich mit meinem Kopf hin und her wackel, ist eben hier unten. Deswegen stellen wir einmal die Rotation wieder auf 0 und verschieben jetzt eben hier mit diesem Ankerverschiebepunkt-Tool unseren Ankerpunkt hier nach unten und wenn wir jetzt die Rotation entsprechend animieren, so, ne, also so weit würde wahrscheinlich niemand seinen Kopf neigen, das ist jetzt auch nicht ganz realistisch, aber so eine leichte Neigung kriegen wir hin. Was ich dann also mache, ist, ich gehe einmal in den Anfang und sage, okay, ne, wir starten vielleicht so, keine Ahnung, bei, na, minus 4, ein bisschen mehr darf's, sagen wir minus 5. Und die Animation geht dann im Verlauf von einer Sekunde einmal bis plus 5. Na, das ist vielleicht ein bisschen viel, sagen wir vielleicht nur bis plus 3. Und dann bis Sekunde 2 wieder zurück bis minus 5. Das Ganze sollten wir am besten auch als Keyframes machen, dann funktioniert das Ganze auch. Dazu aktivieren wir einmal, indem wir hier vorne auf diese Stoppuhr klicken, die Keyframes. Jetzt wird an der Stelle, wo ich geklickt habe, einmal ein Keyframe gesetzt und jetzt muss ich natürlich die beiden vorherigen Punkte auch nochmal anlegen. Also hier waren wir auf 3 und hier vorne waren wir auf minus 5 und jetzt haben wir hier auch tatsächlich unsere Animation, dass unser Männchen eben hier einmal mit dem Kopf wackelt. Das Ganze können wir jetzt noch ein bisschen aussmoothen, indem wir einmal hier unsere Keyframes auswählen und dann Rechtsklick, Keyframe Interpolation, das Ganze auf Bezier oder Bezier. Ich glaube, es war ein Franzose. Eigentlich müsste man ihn wahrscheinlich Bezier automatisch einstellen. Damit wird das Ganze noch ein bisschen ausgesmoothed. Was hier essentiell passiert, ist, dass eben nicht einfach nur statisch zwischen den Keyframes hin und her geschaltet wird, sondern eben diese Bewegung so ein bisschen ausgesmoothed wird. Wir können uns das Ganze sogar angucken, wenn wir einmal hier auf unseren Graph-Editor gehen. Dann seht ihr, ne, wenn ich halt diese Punkte auswählen würde und das Ganze einmal wieder auf linear stellen würde, sondern ist das hier einfach eine Kante. Und wenn ich das aber eben auf Bezier stelle, dann, ne, wird das Ganze hier ein bisschen
ausgesmoothed. Ich möchte es aber gerne noch ein bisschen mehr ausmoothen. Ich möchte nicht, dass es hier tatsächlich so steil hochgeht, sondern ich möchte, dass es tatsächlich ein bisschen langsamer startet. Dafür ziehe ich das hier einmal runter und dann noch ein bisschen rüber, damit es noch etwas smoother ist. Und genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Ne, es soll hier wirklich smooth reingehen und auch oben können wir das Ganze ein kleines bisschen mehr in die Breite ziehen, damit wir hier tatsächlich eine smoothe Animation haben. Und das Ganze möchte ich an dieser Stelle jetzt unendlich weiterführen. Also ich möchte, dass mein Männchen hier unendlich immer weiter mit dem Kopf wackelt. Was ich jetzt also machen könnte, wäre, dass ich mir hier diesen Keyframe nehme und den nach hier hinten kopiere und so weiter und so fort, bis eben in die Unendlichkeit, sodass unser Männchen unendlich mit dem Kopf wackelt. Das möchte ich an dieser Stelle aber nicht machen, weil dann ist es sehr, sehr schwer, am Ende nochmal Sachen an der Animation anzupassen. Ich möchte tatsächlich mit diesen Animationen hier hinkommen. An dieser Stelle arbeite ich also mit einer sogenannten Expression. Dafür halte ich einmal die Alt-Taste gedrückt und drücke dann hier vorne nochmal auf die Stoppuhr. Dann geht hier unten unser Expressions-Fenster auf und ich kann hier die sogenannte Loop-Out-Animation einfügen. Ich sage hier also einmal Loop out. Und wenn ich dann wieder da rausgehe und wir das Ganze wieder abspielen, dann seht ihr, okay, jetzt nickt unser Männchen halt endlos. Denn was die Loop-Out-Expression macht, ist, sie guckt, okay, wo sind Keyframes auf unserer Animation drauf und wiederholt diese Keyframes bis in die Unendlichkeit. Und wenn ich dann aber später nochmal was an dieser Animation anpassen will, weil ich zum Beispiel das Ganze schneller machen will, so, dann könnte ich halt die Keyframes einfach hier nach vorne ziehen und dann wird das Ganze, ne, bis in die Unendlichkeit entsprechend schneller laufen, weil das Ganze eben einfach geloopt wird. Das möchte ich aber nicht, also schiebe ich die Keyframes einmal wieder an ihre originale Stelle. Als nächstes möchte ich ja auch noch, dass unser Männchen bis in die Unendlichkeit winkt. Das wird an dieser Stelle jetzt ein kleines bisschen komplexer, denn ich könnte jetzt hier natürlich grundsätzlich erstmal mit dem Unterarm das Gleiche machen, dass ich mir hier oben einmal das Tool zum Verschieben des Ankerwerkzeugs schnappe und dann hier über die Rotation des Unterarms eben erstmal den Unterarm animiere. Natürlich nicht ganz so weit, das sieht dann unnatürlich aus. Aber sobald ich anfange, den Oberarm zu animieren, ne, da ist der Ankerpunkt schon ungefähr an der richtigen Stelle, wir schieben ihn mal hier hin. Ne, sobald ich den animiere, hängt halt der Unterarm auf einmal nicht mehr am Oberarm. An dieser Stelle muss ich also dafür sorgen, dass der Unterarm sich analog zum Oberarm mitbewegt. Das heißt, ich möchte, wenn, ne, also es ist ja auch logisch, wie das bei einem Menschen halt funktioniert, wenn ich meinen Unterarm bewege, dann bleibt mein Oberarm ja nicht hier oben einfach in der Luft schweben, sondern der bewegt sich halt entsprechend mit runter. Das kann ich machen über den übergeordnet und verknüpft Befehl, den wir hier hinten sehen. Ich stelle das Ganze hier einmal wieder auf Initial zurück, beide Ebenen auf 0 und dann kann ich sagen, okay, mein Unterarm, der hängt halt entsprechend am Oberarm. Dazu kann ich mir entweder hier hinten dieses Pick-Whip-Tool schnappen oder ich mache das Ganze hier über die Auswahl, okay, der Unterarm hängt am Oberarm. Und jetzt, wenn ich jetzt den Oberarm nochmal schnappe und den hier drehe, dann seht ihr, aha, da bewegt sich jetzt unser Unterarm mit. Und ich kann aber trotzdem analog dazu meinen Unterarm auch nochmal animieren. Und damit kann ich jetzt entsprechend meine Winkanimation bauen. Ich stelle also ganz am Anfang einmal die Drehung auf 0%, gehe dann wieder, ne, der Einfachheit halber einfach auf eine Sekunde und sage, okay, der Oberarm bewegt sich vielleicht so um, na, ein bisschen mehr darf's, 3 Grad. Sagen wir 5 Grad und der Unterarm bewegt sich einfach auch um 5 Grad. Ne, der kann ein bisschen mehr, 10 Grad. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und dann entsprechend eben bis zu Sekunde 2 alles wieder zurück bis auf 0. Und wenn wir jetzt diese Animation einmal angucken, dann sehen wir, okay, unser Männchen winkt jetzt hier. Und dann machen wir mit diesen Keyframes noch einmal genau das Gleiche, wie ich es euch gerade eben oben beim Kopf schon erklärt habe, dass, ne, skippe ich jetzt an dieser Stelle einmal, weil ich habe es ja gerade eben schon erklärt. Gut, jetzt will ich das Ganze noch ein bisschen fanziger machen, indem ich auch eine leichte Kamerabewegung reinbringe. Was ich dafür als allererstes mache, ist, dass ich mir erstmal alle Elemente hier von unserem Mannequin schnappe und die in eine Unterkomposition verschiebe. Ich gehe also einmal auf Rechtsklick Unterkomposition erstellen und nenne diese Unterkomposition dann Männchen, because we always label our layers. Wer vielleicht schon mal Ben Marriott geguckt hat, der wird das hoffentlich wissen. Und damit haben wir jetzt hier zwei separate Objekte, nämlich einmal unser Männchen und hier unten unsere Hintergrundebene. Da möchte ich jetzt noch eine leichte Kamerafahrt reinbringen, um unserem
Cartoon auch tatsächlich ein reales Feeling zu geben. Dazu erstelle ich als allererstes eine dreidimensionale Kamera. Ich gehe also auf Neu und klicke dann auf Kamera und sage, okay, wir möchten einfach eine Kamera, die können wir einfach Kamera nennen und die soll eine Brennweite von 50 mm haben. Das ist so eine Standardsache. Ne? Dann sagt er mir hier, okay, Kamera und Lichter haben keinen Einfluss auf zweidimensionale Ebenen. Wählen Sie eine Ebene aus und wählen Sie dann Ebene 3D-Ebene aus dem Menü. Das Ganze geht auch einfach hier unten über dieses kleine Icon hier. Wenn ich hier einmal ranklicke, dann werden aus unseren 2D-Ebenen eben dreidimensionale Ebenen. Und wenn ich jetzt entsprechend diese Kamera halt durch den dreidimensionalen Raum bewege, dann sehen wir das auch tatsächlich. Jetzt ist es aber so, wir können hier einmal zwei Ansichten anschalten, dann sehen wir das Ganze auch mal eben dreidimensional. Und diese Ansicht hier drüben stelle ich einmal auf eigene Ansicht, nein, nicht 2, sondern eigene Ansicht 1. Jetzt sehen wir hier, okay, was wir hier drüben haben, ist unsere Kamera. Und das ist tatsächlich das, was unsere Kamera sieht. Wenn ich also einmal unsere Kamera nehme, die kann ich hier einfach anklicken und quasi nach vorne bewege, dann sehen wir hier drüben, okay, das zoomt jetzt halt entsprechend ran, weil diese Kamera sich hier ran bewegt. Jetzt ist es aber ja in Realität so, dass der Hintergrund ein Stückchen entfernt ist von unserem Männchen. Also der Hintergrund, die Bäume, die hinter diesem Männchen sind, haben ja eine gewisse Distanz zu diesem Männchen und bewegen, sollten sich eigentlich anders bewegen, wenn die Kamera sich bewegt. Und das können wir hier im dreidimensionalen Raum natürlich auch ganz einfach nachstellen. Das mache ich, indem ich einmal mein Männchen hier unsichtbar mache und mir dann die Hintergrundebene auswähle und die dann entsprechend einfach nach hinten verschiebe. Ne, keine Ahnung, vielleicht bis so. Und jetzt seht ihr auf der anderen Seite, jetzt haben wir hier natürlich schwarze Ränder. Das heißt, wir schnappen uns einmal unseren Hintergrund, klicken einmal auf S für Skalierung und machen den Hintergrund halt entsprechend wieder größer, dass er trotzdem noch das ganze Bild ausfüllt und schalten dann einmal wieder unser Männchen an. Und jetzt sehen wir auch hier drüben in der dreidimensionalen Ansicht, okay, wir haben jetzt hier tatsächlich eine gewisse Distanz zwischen dem Hintergrund und zwischen unserem Männchen. Jetzt wollen wir tatsächlich auch noch unsere Kamera animieren. Dazu klappen wir uns einmal die Kamera auf und gehen dann auf Transformieren und animieren hier einmal die Position und den Zielpunkt. Wir starten einfach ganz hier vorne. Wir setzen eben wieder unsere ersten Keyframes, indem wir hier auf die Stoppuhr drücken und gehen dann ganz nach hinten und schieben unsere Kamera ein kleines Stückchen näher. Und wir können hier vorne auch einmal den Zielpunkt noch ein kleines bisschen nach links oben verschieben, damit eben immer das Gesicht von unserem Männchen hier im Fokus bleibt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch einmal anspielen, ich stelle hier einmal wieder auf eine Ansicht um, damit wir die etwas größer machen können. Wenn wir uns das jetzt abspielen, dann sehen wir, okay, unsere Kamera zoomt eben hier langsam rein und wir haben einen realistischen Parallax-Effekt, wie das eben im dreidimensionalen Raum mit einer echten Kamera auch wäre, dass der Hintergrund sich etwas anders bewegt als unser Männchen. Und das sorgt dafür, dass unser Cartoon tatsächlich einfach so ein bisschen realer wirkt. Was ich dann ganz gerne noch mache, ist, dass ich das Bild mit ein paar Ebenenstilen noch ein bisschen stilisiere. Also beispielsweise auf diesem Männchen würde ich ganz gerne noch ein bisschen zusätzliche Tiefe erzeugen, indem wir dem noch einen Schatten geben. Dafür gehen wir einmal hier auf Rechtsklick und dann auf Ebenenstile und dann auf Schatten nach innen. Dieser Schatten sieht jetzt allerdings noch nicht so aus, wie wir das wollen. Das ist einfach nur hier diese hässliche schwarze Kante, die hier da dazugekommen ist. Als allererstes stellen wir erstmal die Entfernung ein bisschen größer ein, damit wir etwas mehr von dem Schatten sehen. Und dann schiebe ich den Schatten einmal in die andere Richtung. Ne? Also, ja, wobei, die Sonne kommt von da drüben. Also wäre es wahrscheinlich sogar realistischer, den Schatten hier drüben auf diese Kante zu packen. Ne? Weil wenn von hier die Sonne kommt, dann wäre halt auf dieser Seite entsprechend der Schatten. Das sieht so aber natürlich immer noch super hässlich aus. Deswegen passen wir hier als nächstes die Größe an. Wir wollen da so einen schönen, leichten Übergang haben. Und was ich dann noch mache, das ist jetzt einfach mein persönlicher Geschmack, ist, dass ich hier unten das Rauschen ein bisschen hochstelle. Ne, also wenn ich das einmal ganz hochstelle, dann seht ihr, wird es hier halt eben so ein bisschen kriselig. Ich will das nicht ganz so stark haben, ich will hier nur so ein leichtes Rauschen. Ich finde, das gibt dem Ganzen einfach eine schöne Textur und dann stellen wir halt die Deckkraft etwas runter, weil ich will es nicht so prägnant haben. So in die Richtung sieht das schon ganz gut aus. Man könnte jetzt an dieser Stelle natürlich noch eine ganze Menge weitere Sachen mit dieser Animation machen. Noch mehr stilisieren, noch mehr krasse Animationen einfügen, was weiß ich was, aber das Ganze soll ja hier an dieser Stelle weniger ein Animationstutorial als mehr ein Workflow-Tutorial sein. Wie geht man da eigentlich ran und wie kann man die einzelnen Dinge tatsächlich zusammenbringen? Nehmen wir also an, wir haben jetzt so unsere Animation fertig gemacht und wollen die
jetzt rendern. Wie machen wir das? Dafür gehen wir einmal hier oben auf Komposition und gehen dann, wir könnten entweder auf an die Renderliste anfügen klicken, dann würden wir das Ganze direkt mit dem Renderer in Adobe After Effects rendern. Der ist aber ja nicht so besonders gut, weil der von den Einstellungen her sehr, sehr eingeschränkt ist. Wir machen das Ganze also lieber über die Adobe Media Encoder Warteschlange. Wir klicken also einmal hier drauf und dann warten wir einmal kurz, bis unser Media Encoder aufgegangen ist. Und hier in unserem Adobe Media Encoder haben wir jetzt eben genau dieselben Einstellungen, die wir sonst auch beim Rendern mit Premiere haben. Wir können hier einfach zwischen diversen unterschiedlichen Bildformaten auswählen. Im Regelfall, wenn ihr euer Material irgendwo auf Social Media oder so hochladen wollt, ist eigentlich der beste Encoder H264. Der liefert relativ gute Qualität, aber ist trotzdem relativ klein. Und ihr könnt dann hier drüben auch noch eine Vorgabe auswählen. In den meisten Fällen kommt ihr mit Quelle angleichen hoher Bitrate eigentlich ganz gut. Und dann klicken wir hier oben einfach nur auf Rendern und lassen unsere Animation einmal fertig durchrendern. Und die fertige Animation sieht dann so aus. Wenn ihr jetzt noch mehr über das Animieren mit Adobe After Effects lernen möchtet, dann findet ihr da drüben jetzt noch ein weiteres Video, in dem ich einmal im Detail auf die Expressions eingegangen bin und wirklich runtergebrochen habe, was ist das eigentlich und was kann man damit machen. Das war's von mir. Ciao!